Wie werden Kartoffeln geerntet? Hier ist der Anfang der Kartoffelernte. Das ist die sogenannte Dammaufnahme. Hierdurch werden die Kartoffeln aufgenommen. Anschließend wandern sie über das erste Siebband. Hier werden die Kartoffeln vom Sand befreit. Dann laufen sie auf das zweite Siebband. Über dem zweiten Siebband läuft ein sogenanntes Grobkrautband. Das Grobkrautband, das befördert grobes Kraut und Unkraut wieder zurück auf dem Acker. Und durch das Grobkrautband fallen die Kartoffeln auf das zweite Siebband. Und dieses befördert die Kartoffeln nach oben auf das Igelband. Nachdem die Kartoffeln über das erste und zweite Siebband gelaufen sind, kommen die hier oben an, auf das sogenannte Igelband. Das nennt man so, weil hier einzelne kleine Gummi-Igel sind, das halt genauso aussieht wie beim richtigen Igel. Das ist dafür da, dass zum Beispiel kleine Steine oder Kraut setzt sich zwischen diese Igel und wird anschließend wieder auf dem Acker befördert. Und die großen Kartoffeln laufen über den Igelband drüber her, auf den Verlesetisch, wo in der Regel zwei Leute stehen. Was hier größere Steine, die hier nicht zwischengefallen sind, die werden dann manuell mit Hand noch einmal wieder aussortiert. Wie lange braucht man für einen Hektar? Ja, mit dieser gezogenen Arbeitsmaschine hinterm Trecker, das ist eine zweireihige Maschine, da braucht man so circa ungefähr eine Stunde für einen halben Hektar, also ungefähr ein Hektar, zwei Stunden. Wie viele Kartoffeln passen in den Bunker? Nachdem die Kartoffeln über den Verlesetisch gelaufen sind, landen sie hier in dem Bunker, wo die Kartoffeln gesammelt werden. In diesem Bunker gehen knapp 9 Tonnen rein und somit kriegt man einen Anhänger ungefähr mit 1,5 Bunkern voll. Wie fällt die Kartoffelernte in diesem Jahr aus? Ja, dieses Jahr war nicht das ideale Wetter für die Kartoffel. Zu Anfang war es leider zu trocken, anschließend war es zu nass. Dadurch trat auch häufig Krautfäule auf, was die Qualität der Kartoffeln auch verschlechtert. Aber insgesamt die Erntemengen dieses Jahr sind sehr gut.